Marion, warum bist du gegangen? Ja, wir sind heute mal in einen Ort, wo sich eine ganz bekannte Band zurückgezogen hat, in Altstädt. Und ihr wisst ja, Zottels Pub wird 15 Jahre und ich habe keine Mühen und Kosten gescheut, diese weltbekannte Band mal wieder zum Auftritt zu bewegen. Auch Corona-bedingt konnte sie natürlich lange Zeit nicht spielen. Und wir wollen sie euch, ihr kennt sie natürlich bestimmt alle, ihr Name ist ja schon Pflicht dafür, dass, naja gut, heute Sonne scheint, naja, Sonne ist weg, aber es regnet wenigstens nicht, aber frisch ist es, ne? Ein bisschen, jetzt zieht es ein bisschen, Markus, oder? Ein bisschen, ja. Naja, also ich habe hier den ganzen Nachmittag damit verbracht, um ein paar Fragen mir aufzuschreiben, die ich zu stellen habe heute. Und ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir hier mal auf den Marktplatz von Altenstädt. Übrigens, wer Altenstädt nicht kennt, das liegt in Hessen, in Nordhessen. Und die Gemeindestadt ist, glaube ich, Naumburg. Und ist also von der Großstadt Wolfhagen wahrscheinlich so 10 Kilometer weg. Ne, gehe ich mal fast. Aber das kann man denen, die ja selber fragen. Heute zu Gast. Ich hoffe, dass ich das nennen darf, wo sie wohnen. Und das haben wir immer so ein bisschen Angst mit den Fans und so. Und heute sind sie extra hierher gekommen, haben ihr Domizil zu Hause verlassen, ihren Partyraum, ihren Proberaum und stehen ein paar Rede und Antworten mir heute. Und sage nur eins, the sunshine! Ja, ihr wisst alles, das ist der Wilfried, der Vater, und das ist der Thomas, der Sohn. Ich bin Wilfried, das ist so. Naja, man merkt gar keinen Unterschied, weil sie hat euch beide gut gehalten. Ne? Also kriege ich nie so richtig hin, wer jetzt Sohn und Vater ist. Ne? Naja, eher lange bei der Stadt hier, ne? Ich bin immer bei der Stadt, ja. Gut, ziehen wir alles hin, ne? Das ist halt, wir sind halt live und wir schneiden nichts und, ne? Und ja, Mensch, wenn Zottels Pub 15 Jahre wird, müssen natürlich die wieder ran, die schon öfters bei mir aufgetreten sind. Und wir haben ja schon ein paar Geeks gemacht bei mir. Und wie gesagt, der Mike Gerhold kommt auch noch. Und der Mike Gerhold sagte, Mensch, so richtig passend tut mir das nicht, dass ihr auftreten tut. Er hat Angst, dass ihr dann keine Zuschauer mehr kriegt, weil die anderen Sachen bei euch sind. Ne? Also ihr werdet ja dann in diesem Festwochenende samstags auftreten, um 20 Uhr. Was wir mit einer Ballermann-Party verbinden. Ich muss natürlich noch mit meinem Kameramann sprechen, ob er dann noch bereit ist, dazu noch ein bisschen Musik zu machen an dem Tag. Aber das klären wir im Urlaub ab. Und der Mike spielt dann am Sonntag zum Michaelismarkt nachmittags um 14 Uhr. Und der bringt auch noch ein paar Freunde mit von sich. Da ist mittlerweile so ein guter Schlagzeuger dabei. Also es wird eine interessante Sache dann auch den Sonntag noch. Ich hoffe, es kommen dann Sonntag noch Leute, nachdem die dann alle auf unserer Malle-Party euch genossen haben. Open Air, also draußen mit Bierpilz, haben wir draußen, wird was, eine Kleinigkeit zu essen geben und ein geiles Konzert. Und ja, wollen wir mal so ein bisschen fragen. So ein paar Fragen habe ich mir ja aufgeschrieben, habt ihr ja gesehen. Und ihr wart ja auch schon in Australien, seid ihr aufgetreten, ne? Australien waren wir nicht. Nee. Ach nee, das war Rammstein. Nee, Rammstein war in Australien. Aber USA, ne? Da war ich. Aber auch nicht. Ach nee, das war Bruce Springsteen. Mallorca war kurz davor. Ja gut, da haben wir dann die Fluglotsen gestreikt. Ja, ja. Gut, aber wie war Willingen? Das war jetzt auch kurz davor. Nee, da waren wir auch nicht. Das ist Roland Kaiser. Roland Kaiser, jawohl. Ja, siehst du. Wir waren bei Harald Schmidt, bei Bettina Kramer, Thomas. Ach, Harald Schmidt, das war diese Late Night Show. Ja. Stimmt, da habt ihr, das Lied ist, seid mir nicht böse, dieses, glaube ich, Marion, ja. Was? Oder was ja. Anders? Richtig nicht. Das ist zum Abspann gelaufen. Ja. Und da hatte dann der Harald Schmidt da noch so einen Kommentar losgelassen. Lasst uns den Abspann jetzt beenden. Der war wahrscheinlich kein großer Sunshine-Fan, gehe ich mal von aus. Aber obwohl, der hatte unsere CD vorgestellt, die erste CD, ja, die in 1996 rauskam.
Und die CD hieß Eine Insel in der Südsee. Ja, und da gibt es welche. Das war die allererste CD, die ist total ausverkauft. Naja gut, CD ist ausverkauft, ist ja immer ein weitläufiger Begriff, kommt immer darauf an, wie viel man hat machen lassen. Ne? Ja. War es 10 oder war es 100 oder war es 1000 oder 2000 oder 5000 oder dritte Auflage, vierte Auflage, wie bei Büchern. Glaube ich jedenfalls, ich bin da ja auch nicht so firm. Ah hier, Fans hier, The Sunshines treten wieder auf hier. Könnt ihr euren Eltern schon mal sagen. Doch, die ersten Fans waren hier schon vorbei. Wir haben sie extra geheim gehalten. Ne? Ja, ihr könnt euch noch einen Auftritt bei mir erinnern? Ja, der erste Auftritt war hier beim Allein unten. Das war im Hof. Allein's, ne? Ja. Um Hof hin, da ging es los. Das war der allererste Auftritt. Und dann waren wir bei den einen Wirt, ich weiß nicht, wie der heißt, der Allein da in der alten Brauerei hatte. Da hat es im Hof gesehen. In der alten Brauerei. Dann. In der alten Brauerei. Und dann kam dann nachher der Zottel rein und dann sind wir dann unten beim Zottel dann immer regelmäßig aufgetreten. Ja, einmal haben sie gerade einen Wurf draußen gemacht auf der Bühne. Ja. Weil ich noch, da war glaube ich Stadtfest oder irgendwas. Ja. Irgendwas war da gewesen. Stadt. Ja. So, und jetzt wollte er wieder richtig Gas geben. Ja, und erstmal wieder reinkommen. Ich gehe ja, du hattest ja 2 Jahre Zeit. Ich gehe mal von aus, 2, 3 Alben habt ihr fertig gemacht in der Zeit. Ja. Wie war, wie wird als geübt und ja, wieder schon, und geübt. Ja, also das ist ja, am Ball bleiben. Ja. Aber so mit Marion kann man dann trotzdem noch rechnen. Ja. Marion, klar, spielen mit die alten Songs, werden immer noch gespielt und werden auch noch gerne gehört. Ja, glaube ich auch. Also, das sehe ich ja schon hier, wenn hier im Dorf fest ist. Mhm. Da steht hier der Bärpilz, da hinten haben sie CD-Dings. Und dann läuft man Mario. Da spielen ja. Die hier in Altenstädt viele. Also, auf die Kirmensen hier. Also man kriegt ja nicht so viel mit, ne? Man hat ja immer sehr abgeschottet. Aber ich glaube, ihr hattet zwei zum Management, oder? Ja. Ja, ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Der Dieter Bohlen hätte da vielleicht mehr rausgebracht. Ja. Ne? Ja. Ja, weil, hatte ich dann nochmal so gehört. Aber als Manager so. Ja. Das hätte man mich mal gefragt. Ja, wir waren vorher. Dann hätte man das Video jetzt vielleicht da in der Südsee gedreht auf einer Insel. Ja. Mal kurz rüber geflogen mit meinem Traum. Wir sind aufgetreten, Kassel, Gleis 1, Kulturbahnhof, Joes Garage, kennst du die? Ja, ich kenne alles. Und dann den Rummel in Kassel. Kenn ich nicht. Dann auf dem Hitdampfer unten an der Volle. Kenn ich auch nicht. Da sind wir bis hoch. Haben wir Musik gemacht bis hoch nach Münden und dann wieder zurück. Wie viele sind vom Bord gesprungen? Oder was? Das Schiff war rappelvoll, da wollten noch Leute drauf. Und, Moment mal. Der Schiff war rappelvoll, der Kapitän? Nein. Nee, Schiff. Das Schiff war rappelvoll. Ach, das Schiff war rappelvoll. Und da wollten noch Leute drauf. Schiff war rappelvoll. Da wollten noch Leute drauf, aber es ging nichts mehr. Ja. Die mussten mit 2 Schiffen fahren. Dann ja. Über das andere Schiff haben sie das über Video. Aber geschaltet. Das ist ja cool. Ja, man hätte ja da, wo ich eine Überbuchung machen können, machen die ja bei den Fliegern auch. Ja. Weil wenn du mit dem Schiff unterwegs bist und manche kennen euren Lieder nicht, dann kannst du immer von ausgehen, dass ein Drittel vom Bord springt. Ne? Ja. Wäre ja Platz gewesen hier. Ne? Nein, Scherz beiseite. Ja, und wie kann man euer Programm, es geht dann um 20 Uhr los bei mir. Ja. Und 23 Uhr müssen wir dann halt die Sache beenden. Ja. Und dann machen wir dann halt die Malle-Party drinnen weiter. Ein bisschen was trinken und weil die Straße wird dann diesen Samstag gesperrt zum 15-Jährigen von Zottels Pub, also vom Maisimbiss bis zum Parkhaus. Und den nächsten Tag ist ja dann Michaelismarkt, da ist die Straße dann ab Mittag 12 Uhr gesperrt und der Mike Gerold spielt dann um 14 Uhr auf. Mal sehen, ob ich mit Ihnen auch noch ein Interview hinkriege, aber ist auch sehr überbucht im Moment. Mhm, ja, ne, da ist also wirklich richtig gut jetzt momentan im Geschäft. Also gehen wir mit euch auch hin. Ja. Ne, also, wir haben ja über 1 Million, die immer unsere Videos gucken. Ach nee, wie viel waren 200? Ne? Naja, unterschiedlich. Ne? Kommt jemand drauf an. Aber wenn ihr jetzt dabei seid, also da gehe ich davon aus, dass es ein bisschen mehr wert. Ne? Ja. Und ja, und du hast ein Fotoalbum mitgebracht, so alte Erinnerungen. Ein Fotoalbum von unseren Auftritten. Hast du schon Corona gehabt? Nee. Wir sind alle geimpft.
Ja, ich auch. Das aber mit der Kamera näher. Dieses Bild hier ist in Romos. Das ist ein bisschen Romos. In Fulda und. Ja, unwahrscheinlich. Aufgedreht. Sieht man auch. Unwahrscheinlich viele Zuschauer da. Da ist gar kein Zuschauer drauf. Das ist ja von euch. Das ist von der Bühne. Ach so. Ah ja, hier aber jetzt. Ja. So könnt ihr euch das dann auch bei mir vorstellen. Du Schifferklavier, ne? Nee. Was ist Schlagzeug. Das? Schlagzeug. Du Schifferklavier. Ist das denn? Nee, das ist Orgel, ein Keyboard, ja. Ne? Und was hast du da noch? Das ist normal. Ja, guck da. Sie bleiben ihren alten Plakaten treu. Ne? So, neue okay. Plakate machen, ne? Das ist aktuell, aber naja, man muss ja nicht jeder sehen, dass man älter geworden ist. Ja, ja. Das stimmt. Du hast, und von mir hast du auch noch welche? Die habe ich hier auch noch welche. Ja, dann wollen wir sehen jetzt. Wow. Die Städte ist frisch. Ja. Oh, hier unten haben wir viele. Und wir haben ja auch einen schönen Festplatz, wo die Kirmesen gemacht werden. Ihr habt noch eine Kirmes. So, hier, das ist Alein alte Brauerei. Ja. Wo es so voll war. Ja, ja, auf der Bühne, ne? Ja. Seht ihr hier? Habe ich einen Blinkhofsschirm stehen. War das vor mir? Ja, das war mein Alein. Ach so. Da ist noch. Ja. So, und hier sind wir dann. Dann scheint es mit CD. Wo die CD rauskam. Ich wollte auch ein Hawaii-Hemd heute anziehen. Aber das mache ich dann. Versprochen, ein Hawaii-Hemd habe ich dann bei unserer Malle-Party. So, und hier, das ist in Easter. Ja, Easter, da habe ich natürlich ganz schlimme Sachen gehört. Das war ja euer Durchbruch eigentlich, ne? Nee, der Durchbruch war hier auf die Kirmes. Ja, aber in Easter, an dieser Tankstelle, wo ihr aufgetreten seid, da sollen doch tatsächlich die Männer ihre Frauen von der Tanzfläche gerissen haben. Doch, habe ich gehört. Das war beinahe eine Schlägerei. Ne? Ehen sind da kaputt gegangen und zum Bruch. So, und das ist Stadtfest in Volkmaßen. Ja. Wo wir waren. Volkmaßen auch Stadtfest mit drei Mann in dem Moment. Wo war der dritte? Dein Sohn? Nee, mein Bruder. Ja, der ist aber raus. So, und hier ist normal, steht hier auch. Großhopperhausen. Friedendorf. Friedendorf hört sich besser an als Großhoppersausen. Geht kein Schwein. Friedendorf. Friedendorf. Hier, das ist nämlich eine Band, die hat die Jubiläum. Die hat 30 Jahre bestehen. Aha. Und haben wir gespielt. Okay. Nämlich mit befreundeten Bands. Und haben die auch so ähnliche Musik gemacht wie hier? Ja, die war richtig, die waren aber natürlich mehr. Ne? Ja. Wir, der Lightnings und alles. Mhm. Sie sehen hier, das war in Landau. Mhm. Landgasthof Landau im Saal, Oktoberfest. Mhm. 2001. Ja. So, da war ich in Australien. Hier ist auch nochmal Oktoberfest in Landau. Das ist aber rappelvoll, der Saal. Auf alle Fälle. Und wann kommen die Nacktfotos? Ja, und hier auch Landau, das ist alles Landau. Ja. Gibt sogar ein Video. Uiuiui. Stadtfest Borken. Das war in Gründossen und Tarnwald. Bürgerhaus. Und das war in Borken. Ja, also Anfang 2000er, ne, hat es sogar richtig Gas gegeben. Ja. Man blätter mal ein bisschen rum, dass man in mein Zeitalter reinkommt. Das wäre dann von 2007. Da war extra Techniker, alle bestellt von der Firma. Hier so wie die Menschen. Und in Borken. Das ist am Marktplatz. Ja. Borken kenne ich mich aus, habe ich mal was Peter ausgeliefert. So, jetzt blätter aber mal. Das wird das Video hier zu lang. Blätter mal so um auf 2007, 2008. Hier sind wir wo es mit Zottel losging. Das ist hier nochmal alte Brauerei. Ja, aber auch noch vor meiner Zeit. Ehringen. Ich habe ja zwei Probleme in der alten Brauerei gehabt. Wir haben ja da auf zwei Busse gewartet, worauf wir heute noch warten. Ja. Das war einmal der Bus aus Schweden mit den Damen,
ne, wo wir schon seit 8 Jahren drauf warten oder hier, seit 10 Jahren. Ist das, wo wir im Fernsehen waren, bei Sat.1 Frühstücksfernsehen. Mhm. Hier Bettina Kramer, Thomas Kottwitz am Wesen war. Mhm. Kottwitz. Kottwitz, ja. Das war 3 gewesen auch, ne? Nee, Sat.1. Ja, aber du Kottwitz, war vorher H3, ne? Im Radio. Warte mal, wo ist es denn hier? Da sind sie 4. Nee, das ist 2006, glaube ich. Da war es 2007 Zottel aufgemacht. Deswegen ja 2022, 15 Jahre. Dann machen wir langsam, guck mal. Das kommt weg. Das ist unser Jubiläumskonzert, 15 Jahre Sunshines mit Country Rose zusammen. Mhm. Hat er zusammen gesungen. Oh, Country Rose kenne ich. Ja, also hier hatte Thomas Hallo Country Rose gesungen. Hallo Country Roads. Hier die Symphonien. Mhm. Der Fanclub. Ja, die sind jetzt auch alle älter geworden, ne? Ja. Alle dicker. Wir haben gar nicht mehr so viel Platz für die. Gut, dass es draußen ist. Das war auch ein Sportplatz, ne? Ja. Hier. 1000 kranke Kinder. Ah ne, 1000 Euro für kranke Kinder. Krebskranke Kinder haben wir unser Konzert haben wir gespendet. Cool. Hier, das ist auch hier. Oh, jetzt kommen wir in die Gefilde, wo ich schon auf hatte. In Ehringen. Ja, Ehringen ist Waldeck. Ehringen im Bierzelt. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, was ist. Geht noch weiter. Er hat mir auch gesagt, er hat davon 10 Alben zu Hause. 10? Das ist in Aarholz, ein Sunset. Ja? Disco Sunset. In Aarholz, da ist der Besitzer. Mhm. Der haut jetzt nicht mehr. Das erlebt in die Kneipe nicht mehr hat, ne? Ja, muss gucken, wo es ist. Aber nicht Falsches behaupten. Nee. Ah, Osman. Osman, das könnte zum Beispiel bei mir sein, da war immer Sponsor bei mir. Ja, das war hier, B. Das war da draußen, ja, ja. Sag doch, wo du alles gesagt hast, wir müssen das Konzert noch verschieben. Es kommt noch ein Fanbus aus Kassel. Ja. Das ist ja dieser zweite Bus, auf den wir bis heute noch warten. Der Bus aus Schweden mit den hübschen Schwedinnen und der Fanbus von den Sunshines, der mittlerweile, glaube ich, seit 8 Jahren hier rumkommt. Das war in Lohnfelden in einem großen Bierzelt und Schützenfest. Hier, Zottels, WM-Feier in Wolfhagen. Ja, hier unten. Das war aber draußen. Ja. Ja, das war im Notfeld. Ja, da haben wir ja dann Fußball gezeigt und wenn kein Fußball war, hat man so ein schönes Beiprogramm. Ja, Zottel da nicht drauf, die noch schlank war. Da haben die Leute getanzt. Ja. Ja, das war unser Geburtstag. Und hier Feier. Das war auch hier in. Hallo. Oh, was ist denn? Ja, du kommst nochmal Zottel. Die Nummer 5. Hier ist Dirk sein Kopf. Und ja. Hier. Das ist ein Zottel. Das ist ein Zottel. Da war ich auch schon fett. Da war ein guter Fotograf, der hat gedacht, wir machen mal lieber ein Foto vom Wirt anstatt von den Sunshines. Das ist irgendwie nicht dein Album drin. So, das war auch. Das war Feier. Sieh, was da Leute waren. Mhm. Ja. Kassel. Ja. Fulle. Auch an der Fulle. Ich bin noch jung. Ich kann das Blättern. Alte Brauerei hier. Ja, das war aber drüben. Ja. Das war dann aber drüben. Wo sind wir hier? Beim Helmut Reitz, der Arbeitskollege. Vorstandsüberraschung. Ja. Königsheim in Nieste, hab das vergessen. Ja. Da waren wir Königsheim, da war auch Stimmung. Ja. Wir haben so auf dem Tisch gestanden. Ja, bei mir auch damals im Pub innen drin. Ja. Aber da hast du keine Bilder bei mir. 2012? Ja, nee, da war ich dann schon. Da war in der alten Ziegelei hier bei Matthias Wende. Ja, ja. Wo wir gespielt haben in Lumboy. Ja. Ja, dann seid ihr schon weit rumgekommen in der Welt. Ja, da nochmal eine Ziegerei, hier steht der Matthias. Ja. Kennst du den? Guck, der alte Suffschnotte. Kennst du den? Ja, den kenne ich. Ja, hier mal haben wir. Team vom Fun Center.
Ja, hier waren wir auch, das ist eine Hochzeit. Also, ja, und das war schon. Die hat aber nicht lange gehalten, weil da waren gar keine Leute. Ja, das war mal so ein Einblick in die große Karriere von den Sunshines. Und wir beleben die jetzt wieder. Und ich freue mich schon auf die, wie viel habt ihr gesagt, 112 neue Lieder, die ihr habt? Ja. 112? Noch mehr. Da kannst du noch mehr dabei machen. Ja, siehst du, läuft. Also langes Programm. Merkt es euch vor. Das schaffen wir in einem Tag normal gar nicht. Das ist der 10. September. Das ist ein Samstag. Ab 20 Uhr auf der großen Showbühne vor Zoppelspapp. Mit Bierpilz und Lustigerei, lustige Sachen. Und ein bisschen was zu essen wird es geben. Und eine lange Nacht auf alle Fälle bis 5 Uhr morgens. Solange ein bisschen nicht spielen. Na, es gibt natürlich auch wieder was zu lachen. Mit den Kuckuck und alles, wo man sich amüsieren kann und Spaß haben kann. Und mit den Düsenschmidt. Nee, ich hab gedacht, ihr hättet jetzt so ein ernstes Programm wie der Wolfgang Petri. Der hat sich die Haare abschneiden lassen. Und hat dann nur noch melancholische Sachen gemacht. Ich sagte immer, das Leben ist macht ernst. Ihr, nicht, ihr macht schon noch. Ja, das Leben, Party, ne? Das Leben ist ernst genug. Deswegen soll man, was hier in der Welt alle passiert, wenn man an den Krieg in der Ukraine denkt, ja. Ne, dass man ein bisschen Ablenkung hat und ein bisschen feiern kann und lustig sein kann, damit das man alle mal vergessen kann. Genau, und dafür, das muss es auch geben, man darf die Sache nicht vergessen, aber man muss auch mal abschalten und einfach mal sagen, so Leute, man kann es jetzt ständig hören ja. Und du hast ja ständig und naja gut, wie haben wir schon oft das gesprochen in den Videos, es wird irgendwann einschlafen und dann ist das nur noch so eine Randerscheinung in den Nachrichten und es tut mir um die armen Menschen leid, die da täglich sterben müssen, aber das ist nun mal bei so einem Krieg der Fall, ist ja genauso wie mit Corona, ist nur noch so eine Randerscheinung und es interessiert keinen Menschen mehr nach dem Moment. Ja, dann würde ich sagen, dann bedanken wir uns, dass wir haben es auch geheim gehalten, ne? Ihr könnt euch dann wieder wegschleichen und dass jemand mitkriegt. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns dann am 10. September. Ja. Jawohl. Ja, ihr könnt dann schon ein bisschen früher aufbauen. So. Ja. Ja, das ist so, so. 20 Uhr losgeht, so 5 Uhr. Das ist so. Oder ein bisschen früher noch. Noch ein bisschen. Das ist sowieso früher mit der Aufbauerei, das dauert immer ein bisschen. Ja. Soundcheck und Gipskram. Und damit ich mich so drauf einstellen kann, du trinkst immer noch keinen Alkohol, ne? Alkohol trinke ich schon, aber wenn man ein Fahrzeug dabei hat, soll man es nicht machen. Komm doch nicht mit dem Taxi. Aber du machst das ja kein Alkohol. Ja. Du trinkst gar kein Alkohol. Die Gesundheit habe ich ein bisschen angeschaut. Siehst du, mein Georg, nimm dir mal ein Beispiel dran, Junge. Die Jungs gehen nüchtern von meinem Konzert weg, kosten mich wenig Geld. Oder trinkt ihr mehr Cola, Wasser, ne? Zeltos, ja. Zeltos. Die Sache ist gebongt. Wir freuen uns auf die Sunshine. Bierchen trinken die schon, aber wenn ich kein Auto dabei habe. Du kommst mit Auto. Die Sunshines, die Wiedergeburt in Zoddelspapp zum 15-Jährigen, wie gesagt, am 10.09. Diesen Jahres, also 2022. Und würde mich freuen, wenn alle vorbeikommen, draußen in Open Air vor Zoddelspapp. Dann bedanke ich mich und wir sehen uns dort an dem Datum auf alle Fälle. Okay. Wollen wir sehen, dass das Wetter gut ist. Das ist das Allerwichtigste. Ja, Sunshine, sehr gut, ja. Ja. Das wollen wir hoffen, ne? Und wie gesagt, wir fahren jetzt nochmal ins Pub. Wir müssen ja mal gucken, was letztes Wochenende los war. Ein paar schöne Bilder habe ich. Und Frauen, wie nennt man so eine, wenn die Männer heiraten wollen, Junggesellenabschied. Wie heißt das bei den Frauen? Junggesellenabschied? Denke schon, ja. So mit Körbchen und du musst irgendeine Scheiße kaufen. Die waren am Samstag und haben das Pub aufgemischt. Oder besser gesagt, die Mittelstraße, zeitweise gesperrt gewesen. Aber da haben wir schöne Bilder. Und einen Pullerschnaps haben wir noch gehabt vom Stefan. Der hat aber Freunde noch eingeladen. Der ist Papa geworden. Und ja, und dann hat man natürlich Startspiel am Freitag und so. Die Bilder schauen wir uns an. Und wir gucken dann, was nächste Woche noch los ist. Und dann würde ich sagen, dann fahren wir wieder ins Studio nach Zoddelspapp. Und ihr dürft nach Hause gehen. Ja. Wird dann noch Nachrichten. Backhausverein, wie es oder backen. Ne? Ach ja. Ja. Jetzt? Nein, jetzt nein, aber die bereiten oder was vor. Die wollen noch was, ein bisschen was machen hier. Da muss man ja auch mal erwähnen. Ja, wir können ja. Du kannst auch für wenig Geld ständig Werbung machen bei deinen Auftritten. Ja. Für jede Firma, die da wählst, gibt es dir 50 Euro. Ja.
So, okay, ja, machen wir Schluss. Dann bis dann. Bis zum 10. Leute, tschüss. Marion, warum bist du gegangen? Marion, das tut so weh. Marion, komm wieder zu mir. Marion, ich lieb dich sehr. So, wir sind wieder angekommen und sind jetzt wieder im Pub. Also war schon eine lange Fahrt bis Altenstädt. Und ein bisschen kaputt bin ich jetzt schon, muss ich wirklich sagen. Aber gut, haben wir euch die Sunshines schon mal vorgestellt, für alle, die die Sunshines nicht kennen. Aber ich glaube, die kennt jeder. Ne? Schon allein durch den Wilfried, der bei der Stadt gearbeitet hat, ist er bekannt. Und ja, ich habe sie wieder erweckt. Zum 15 Jahre Zottels Pub im Wolfhagen drehten sie hier an einem Samstag um 20 Uhr draußen auf und geben ihr Bestes. In diesem Zusammenhang machen wir eine kleine Malle-Party. Es geht also anschließend nach 23 Uhr hier drinnen im Pub natürlich weiter mit DJ und wir legen dann so ein bisschen die Malle-Hits auf und Saufi, Saufi und sowas. Ne? Ihr kennt das. Wart ja bestimmt alle dann schon auf Malle gewesen im September und diese Hits könnt ihr dann nochmal hören und dann gehen wir nochmal ein bisschen Gas bis 5 Uhr. Ja, und weil wir gerade sind, also 15 Jahre Zottels Pub, der Markus kann mal an der Seite den Flyer einblenden. Die werden aber auch noch verteilt und werden auch ein paar Plakate davon geben. Und da sind da die ganzen Programmpunkte. Wir haben also auch zweimal für meine Data was drin. Einmal den Freitag, den 9., wo das ja losgeht, dieses Eventwochenende bei mir, haben wir, soweit ich weiß, glaube ich, ein Doppelturnier angesetzt. Ich hoffe, es steht auch so auf dem Flyer, weil der muss noch gemacht werden, der ist noch nicht fertig. und da machen wir dann auch so ein bisschen Mucke. Mal sehen. Querbeet, schätze ich mal. Und dann den Samstag, wie gesagt, haben wir draußen dann den Bierpilz auf. Die Straße ist dann also ab 17 Uhr gesperrt für uns. Und um 20 Uhr dann die Sunshines. Und den Sonntag ist Michaelismarkt in Wolfhagen. Da sind die Straßen also ab 12 Uhr schon gesperrt. Und Laden zum Verweilen, die Geschäftsleute haben offen und bieten ihre Ware an, um einige Reisende halt auch. Und wir bieten dann hier wieder an ein bisschen Live-Musik mit Mike Gerhold, der leider den Samstag nicht konnte, sonst hätte ich es getauscht. Dann hätten wir am Samstag eine schöne Rocknacht gemacht. So machen wir eine Malle-Party. Und der Mike Gerhold bringt, glaube ich, noch ein, zwei Künstler mit, die mit ihm auftreten. Und der gibt dann den Sonntagnachmittag ab 14 Uhr hier vor Zottels Pub draußen sein Bestes. An beiden Tagen haben wir hier einen Bierpilz stehen. Für die durstigen Kehlen, wir ein paar Stehtische aufbauen und ein paar Festzeltgarnituren noch und dann lassen wir den Sonntag dieses Jubiläum 15 Jahre Zottels Pub im Wolfhagen ausklingen. Na, ich glaube, ganz gutes Programm zusammengestellt für Data, für Wolfhanger Bürger, für die jungen Leute, für die älteren Leute, also für jeden ein bisschen was dabei und 15 Jahre ist eine lange Zeit. Ne? Durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Musste einmal den Platz wechseln von der Brauerei hierher, weil wir uns nach 5 Jahren nicht mehr einig wurden. Wenn dann die Fliesen bei den Toiletten von Wänden fallen und sind verschimmelt und der Schimmel steckt dahinter und man kriegt dann von seinem Vermieter gesagt, damit hätte er ja nichts zu tun. Die Fliesen fallen nur runter, weil die Leute dagegen treten. Naja gut, und da sind wir uns halt nicht mehr einig geworden. Und dadurch musste ich ja damals die Location da unten in der alten Brauerei verlassen. Hätte man viel raus machen können. Wenn man da zurückdenkt, was haben wir da EM- und WM-Partys gemacht? Das war schon kurios. Mit 700, 800 Leuten da in den Innenhof drin. Und war schon der Hammer. Naja gut, aber es geht ja weiter. Dann sind wir jetzt 10 Jahre schon in der Mittelstraße. Insgesamt also 15 Jahre jetzt im September. Und das soll auch gefeiert werden. Ne? Da wollen wir ein bisschen was machen. Und wie gesagt, das Programm habt ihr auf dem Flyer gesehen.
Und ich würde mich freuen, wenn er dann einfach mal vorbeischaut. Ne? Ja, soweit zu den 15 Jahren Zottelswap und zu den Sunshines. Mal sehen, ob wir Mike Gerold noch mal zum Interview kriegen, aber ich glaube, da ist jetzt mehr, wo da ARD, ZDF, Viva und MTV und so weiter hinterher. Aber weil man sich kennt, vielleicht kriegen wir noch was hin, dass wir das noch mal vor dem Konzert noch mal, ihn auch noch mal ein bisschen beschnuppern können, ne, und ein paar Bilder reinsetzen von ihm. Ja, gut, was war am Wochenende? Ich habe erst gedacht, es wird ein ruhiges Wochenende. Wir hatten also Freitag zwei Ligaspiele hier. Die Hunters haben wieder gespielt und ich weiß nicht, kaum verloren, ne? Leider, ja. Ganz knapp, ne? Ja, 7-11. Ja, 7-11, okay. Ja, aber die anderen waren auch stark, ne, muss man sagen, ne? Ja. Gegen wen hat denn da gespielt? Das waren die Ducks aus Korbach. Ducks aus Korbach, also wirklich starker Auftritt von denen, muss man sagen. Verdient gewonnen, gehört auch nichts dazu. Und wer hat noch zeitgleich gespielt? Das waren die Avengers, ne? Ne, die 180er. Ach so, ja. Olaf seine Truppe, die 180er gegen... Ist euch Tafel abgewischt. Das war die neue. Was, die Hellstarters? Ich weiß nicht mehr genau. Egal, gewonnen, ne? Die 180er haben gewonnen, ne? Ja. Schon, ja. Ja. Die haben gewonnen, ne? Gut. Ja, dann war also der Freitag auch schon mal ausgefüllt. Samstag hatten wir, glaube ich, doch, die Gölzbauer haben nachmittags gespielt. Wir hatten erst eine Vorstandssitzung, wo einige Punkte besprochen werden mussten. Die hatten wir schon um 13 Uhr. Daraufhin hatten wir dann das Ligaspiel der Gölzbauer. Heute haben wir es. Gegen wen haben die denn gespielt? Naja, knapp verloren, kann man schon mal sagen. Ne? Aber die haben sich wirklich gesteigert, also Hut ab, was aus der Mannschaft geworden ist, von Leistung her, geht wirklich stark bergauf. Die hatten am Nachmittag gespielt. Ja, abends hatte ich einen kleinen Pullerschnaps vom Stefan Fricke, Papa geworden, ne? Ja, Corona bedingt, und da war noch eine andere Hochzeit parallel und waren es nicht so viele Leute, wie er erhofft hat, aber es sollte auch nur so eine kleine, schnelle Feier sein. So einen richtigen Pullerschnaps feiert er dann, glaube ich, noch bei sich im Haus. Da werden bestimmt viele noch mal eingeladen zu. Ja, und dann hat man, wie ich eben schon mal, glaube ich, erwähnt hatte, Junggesellenabschied. Junggesellenverabschiedung. Ja, und die Mädels, die waren, also Hut ab, muss ich wirklich sagen. Da die junge Dame, die ja auch schon etwas älter ist, die jetzt heiratet, war natürlich der ihre Jungfern, oder wie man die nennt, die damit rumgehen, dementsprechend auch schon ein bisschen älter. Und die sind, glaube ich, mir hat man erzählt, um 9:30 sind die los in Ippinghausen, sind nach Fritzlar, sind da rumgerannt und so. Dann waren sie am Edersee und an den Wolfhagen noch Location, glaube ich, beim Harald waren sie noch, bei Fuchses. Ja, und dann sind sie hier, glaube ich, so um 11 oder sowas, 10:30 aufgetaucht. Ja gut, dann waren die aber auch schon 2 Stunden unterwegs. Ne? Also Hut ab, also wirklich Hut ab. Habe ich denen auch gesagt, also Respekt, gute Kondition. Das ist ja so, Frauen gucken auch nicht am Glas vorbei, ne? Das, aber fand ich lustig, hatte noch einen schönen lustigen Abend bis kurz vor 3. Und davon habe ich jetzt auch noch ein paar Bilder gemacht, die zeigen wir euch im Anschluss davon, wenn ich jetzt drauf losgehe, was dann nächste Woche los ist. Ja, und Sonntag hat man dann um 15 Uhr noch ein Bezirks-Oberligaspiel. Das waren die, Scheiße, ich glaube, ich muss mit den Drehen aufhören. Ich darf es auch nicht falsch sagen, weil ich es falsch auf der Tafel stehen hatte, hat man gesagt, wenn die das lesen, dann kriegst du Ärger. Lords? Crazy Lords oder Dark Lords? Die haben gespielt und kurz vorm Sassen Date haben die also noch 11:09 gewonnen. Das erste und sagst nicht, weil total spannend. War dann auch fast 8 Uhr am Sonntag, wo ich dann hier raus konnte. Also wirklich spannendes Spiel gewesen. Und gut ab. Und denen hat super gut gefallen. Und wir werden uns dann auf alle Fälle bei den Stadtmeisterschaften wiedersehen. Das haben sie schon gesagt. Das haben sie sich schon vorprogrammiert, weil das ist das nächste Event, was dazu kommt. Da gehe ich mal von aus, dass der Markus den Flyer noch nicht fertig hat, bis wir das Video hier fertig haben.
dass das vielleicht noch ein paar Tage länger dauert, aber das reichen wir dann in den anderen Videos nach. Oder es ist vielleicht schon dabei, dass es zeitig hinhaut und dann können wir es auch noch am Ende einblenden. Die vierten Wolfhager Stadtmeisterschaften finden auch dieses Jahr nicht in der Stadthalle statt, sondern hier am Zottersfahr. Wir haben also ein riesen Programm aufgestellt. Es gibt vier Turniere im Ganzen. Es ist für jeden was dabei. Es ist ein Kratzer Turnier dabei. Es sind natürlich die Stadtmeisterschaften mit Extrageld, also wo der Gewinner nochmal 100 Euro extra kriegt. Geldpreise dann bis zum dritten Platz runter. Beste Dame sowieso, Pokale. Der Wanderpokal, der ansteht, wenn man den dreimal gewinnt, gehört da einem. So ein Riesenpott, wie das so zu faulen runter zu holen. Und da machen wir auch was Leckeres zu essen und wir haben Bierpilz draußen. Und wir haben es letztes Jahr auch hingekriegt, Corona-bedingt, die Stadtmeisterschaften. Und wir haben gesagt, wegen den großen Aufwand, momentan den großen Nebenkosten, die anfallen und alles. Und machen wir es nochmal hier im Pub. Und wird genauso lustig und weiß ich jetzt schon, wird wieder eine geile Sache. Das ist vom 19. bis 21. August, ne, die vierten Wolfhager Stadtmeisterschaften. Diesmal mit 3 Spieltagen, also Freitag, Samstag und Sonntag. Insgesamt 4 Turniere, aber das entnehmt ihr dann den Flyer. Die werden auch demnächst verteilt und kommen natürlich bei YouTube hier in den Videos. Und auch bei Facebook werde ich das noch öfters posten und in den einzelnen Dartgruppen. Wir werden uns freuen, wenn er uns besuchen kommt und einen von den schönen Tagen mit uns feiern tut. Vielleicht auch alle 3 Tage kommt. Wohnmobilstellplatz haben wir hier auch. Ich würde dann sogar meinen Wohnmobil mich auch da unten hinstellen. Solidarischerweise, wenn das so wäre, wenn da welche mit Wohnmobil anreisen wollten. Ne? Aber da gehen wir noch drauf ein. In einem der nächsten Videos. Ja, und dann jetzt kommen wir, was nächste Woche ist, noch ganz kurz. Wir werden 2 Wochen Pause machen mit unseren Videos, weil der Markus ist im Urlaub Anfang August und der Zottel ist ja auch im Urlaub Anfang August. Wir werden aber euch 2 Videos trotzdem präsentieren, die wir vorproduzieren. Da gehen wir in den einen Video, zeige ich euch mal ein paar schicke Bilder aus Wolfhagen, stelle nochmal unsere Heimatstadt Wolfhagen vor, in Bildermanie. Ne, also Winter hatten wir sowas schon mal gemacht, das war zur Weihnachtszeit, das war, machen wir das im Sommer. Die Mittelstraße und Marktplatz habe ich schon, es kommt noch die Schützenberger Straße und dann so ein bisschen Teichberg, Ofenberg und so ein paar Bilder, die landschaftsmäßig sind. Und das wird ein Video umfassen und das zweite Video dann im August, das wird dann ein Video sein, was dann hauptsächlich auf die 15 Jahre Zottelspapp zurückblickt. 15 Jahre Bilder aus Zottelspapp. Lustige, spaßige. Aber auch manche werden sagen, ach du Scheiße, da bin ich ja auch eingeschlafen an dem Tag. Also es wird auch ganz lustig. Also auch eine Bildergalerie, dann halt von Zottelspapp speziell. Und dann sind wir natürlich wieder live dabei. Dann haben wir wieder live zu berichten. Aus Kroatien, aus Österreich. Ne? Und wir werden auch ins Drohnengeschäft einsteigen. Will ich soweit schon mal verraten. Es wird auch demnächst mal Aufnahmen aus der Luft geben für spezielle Anlässe. Aber mehr verrate ich noch nicht. Lasst euch überraschen. Und ich habe ja gesagt, es kommt was auf euch zu. Wir haben noch viel, viel mehr größere Pläne. Gut, so, dann gucken wir mal, was nächste Woche los ist. Und das Wochenende, ne? Also wie gesagt, noch 74 Tage bis zum Event. Also Events sind dieses 15 Jahre Zottelspapp. So, Mittwoch und Freitag ab 18 Uhr geöffnet, ist wieder Darttraining. Freitag ab 19 Uhr haben wir unseren 8. Superliga-Spieltag. Das heißt, habe ich schon oft genug erklärt in den Videos, der 8. Spieltag. Und daraus natürlich verbunden, weil das ja auch immer etwas länger dauert, eine lange Nacht bis 5 Uhr. So, und Samstag haben wir erst ab 18 Uhr geöffnet, weil damit das kein Spiel ist. Und um 19 Uhr spielen die Tigers gegen die Gartenzwerge an Darts 1 und 2. Und das wäre eigentlich schon das Programm für diese Woche. Ich weiß nicht, ob wir Samstag eine lange Nacht machen. Müssen wir sehen, machen wir abhängig, was noch los ist. So, auch hier nochmal zum Mitmerken. 10.9. live die Sunshines, 20 Uhr im Anlass der Manneparty. Am 11.9. dann den Sonntag live Mike Herold, 14 Uhr, ab 14 Uhr. Auf dem Michaelismarkt hier vom Pub. Und wir haben
zwei Turniere angesetzt. Einmal den 9.9., den Freitag, gibt es ein Doppelturnier hier im Pub. Und den Sonntag, wo der Mike draußen spielt, machen wir für die Data um 13 Uhr ein Kratzer-Turnier. Ne, diese Information schon mal vorab, aber wie gesagt, steht alles auf dem Flyer dann drauf. Und ja, da sind wir durch. Ich soll nicht weiter rumlabern. Das gemacht. Okay. Dann amüsiert euch noch bei den Bildern vom letzten Wochenende. Die lassen wir jetzt noch ablaufen. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende, schönes Wetter. Und bleibt gesund. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ne? Euer Zottel. Ciao.